Irgendwann zwischen dem 5. und 6. Stock fing das Licht an zu flackern und fast gleichzeitig setzte ein rhythmisches Pochen ein. Tief in mir hörte ich die Stimme meiner Frau. Das geschieht dir ganz recht. Immer auf den letzten Drücker. Oh ja, wie recht sie hatte. Du jetzt drücke Notruf. Du drücke Notruf endlich, Heilandsack. Ah ja, das ist jetzt wohl gewesen mit Weihnachten. Fröhliche Weihnacht, sag ich doch bloß. Gosch, halte jetzt, Elli. Wir singen Weihnachtslieder, das vertreibt Angst. Im nächsten Moment öffnete sich knarrend die Fahrstuhltür. 3 Weihnachtsmänner mit langen weißen Bärten, bepackt mit riesigen Säcken, wollten zusteigen, doch als sie uns sahen, drehten sie laut schreiend um und rannten in Richtung Damenoberbekleidung. Da schrie ich hinterher, Kaufhausdiebe! Das sind Kaufhausdiebe! Achtung, Achtung! Das Kaufhaus ist umstellt! Übrigens, die Weihnachtsmänner wurden in der Nacht in der Dessous-Abteilung, wo sie sich versteckt hielten, nach heftigem Kampf niedergerungen. Im Verhör sagten sie aus, wir wollten einmal mal wieder für eine richtige Weihnachtsüberraschung sorgen.